Hey YouTube, habt ihr Bock auf einen neuen Verdampfer? Hallo und herzlich willkommen, YouTube! Ja, heute habe ich euch mal den Geek Web Blitzen mitgebracht. Ein relativ geiler Verdampfer, muss man mal so dazu sagen. Ne? Also finde ich an sich gar nicht schlecht. Wir haben hier 5 ml Juice Tank, ne? Also 5 ml Tank am Stissel, man kriegt das Ganze in verschiedene Farben. Ne? Ihr könnt es hier eventuell sehen. Ich hoffe mal, dass man das sehen kann. Ne? Stainless Steel, in Gunmetal, wir kriegen das Ganze in Rainbow, in Blue, in Schwarz. Und ich finde es eigentlich ganz geil mit diesen Custom Drip Tips, die da oben drauf sind. Gefällt mir persönlich richtig gut. Werdet ihr aber auch gleich alles noch in der Detailansicht sehen. Und oh mein Gott, er redet wieder in der Detailansicht. Ja, im Moment habe ich ein bisschen Bock gehabt, mal wieder ein bisschen in der Detailansicht zu reden mit euch. Und das Ganze mal wieder ein bisschen zu erklären, wie gesagt, so vorneweg 24 mm Verdampfer, Tankverdampfer, besser gesagt Selbstwickelverdampfer, Postless Deck. Wir haben 5 ml Tankvolumen, ganz, ganz netter Lieferumfang, ganz normaler 15er Triptip Adapter und Leute. Und dazu schmeckt er auch noch ganz geil. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir gehen einmal runter in die Detailansicht, gucken uns das Ganze gemeinsam an. Ihr werdet wahrscheinlich wieder sehr überrascht sein und dann check mal das Ding mal im Fazit ab. Bis gleich. So, Freunde, der weiß ich jetzt gerade nicht so ganz. Ihr seht's hier, Back to the Roots mäßig, ne? Detailansichten mit Labern, Freunde. Ja, Geek Vape Blitzen RTA. Ne? Kommt in so einem Acryl-Case. Das Scheiße ist dabei, es spiegelt halt immer, wenn man Lichter stehen hat. Ich versuch's halt halbwegs so hinzukriegen, dass es nicht spiegelt, Leute. Ne? Hier schön Hologram, ist da ganz viele Codes und irgendwelche C-Prüfzeichen. Ne? Ganz schnieke. Nicht wirklich. So, Butzdecker. Dann geht das Ganze los. Das wird dann dementsprechend so geliefert. Ne? Schön Geekwave Blitzen RTA. Ist eigentlich schon ein relativ sexy Teil. Aber wir gucken erstmal, was im Lieferumfang so mit dabei ist. So, wir haben ein Ersatzglas. Könnte man ja dann nachher mal nochmal schreiben, was euch besser gefällt. Detailansicht, so wie jetzt hier, ein bisschen ausführlicher oder halt einfach nur die abgespeckte Porn-Sequenzen. So, dementsprechend ein dickbäuchiges Glas. Finde ich eigentlich ganz, ganz sexy. Ich hole das mal ganz kurz hier hinten weg. So, dann, wie gesagt, der Verdampfer hat 24 mm. Dann haben wir hier nochmal so ein Spielzeugglas. Das ist das Glas, was schon vorinstalliert ist. Falls das mal kaputt geht, runterfällt, wobei die Chance hier relativ gering ist. Also da gibt es keine Gewehr oder sonst irgendwas. So, das wäre das, das wäre das. Jetzt gucken wir mal hier eben rein, was wir hier in diesem schönen kleinen Packet haben. Wahrscheinlich verwirrt euch die Ansicht hier, ne? Ich finde es aber eigentlich ganz witzig. Yeah, eine neue E-Mail. Simmer Kevin, eBay, wir haben deinen Preis geschraubt. Kevin, Simmer. Okay, wunderschön. So, wir haben a lot of Dichtungen und Madenschrauben selbstverständlich. Dann haben wir hier eine Tankerweiterung. Besser, ja genau, eine Kaminerweiterung, dass man das größere Glas halt auch benutzen kann in dem Falle. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man so die Möglichkeiten hat, mal verschiedene Sachen auszuprobieren oder größere oder kleinere Gläser und Tanks. So, die Madenschrauben machen wir mal wieder weg, bevor die weg sind. Dann haben wir hier anscheinend noch zwei verschiedene Drip-Tips, so ein Acryl-Whiteboard-Gedödel und nochmal so ein kleineres hier mit 15er. Ich finde das Vorinstallierte eigentlich recht geil vom Design her und vom Handling. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut. So, haben wir irgendwas vergessen hier? Ich gucke nochmal unten rein, ob da noch irgendwas... Oh, ganz, ganz wichtig, Leute. User Manual. Ne? Bla, 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 bla. Und drauf geschissen. Und was haben wir hier noch Schönes? Mr. Anderson. Ach, Warranty Cards und braucht kein Mensch. So, wir stellen das Ganze mal auf Seite. Packen uns dementsprechend mal den Blitzen aus. Zack. Das werden wir bestimmt noch brauchen. Das sieht irgendwie relativ wichtig aus, das kleine Teil hier. Ja, wie gesagt, ich habe da vor mir jetzt gerade die Kamera stehen. Und nebenbei filme ich mit der Webcam halt noch, wie ich mich hier so präsentiere. Hi!
Ist eigentlich ganz witzig gemacht. So, kommen wir mal zurück zum Blitzen. Jetzt könnt ihr euch das ganze Teil erstmal im Detail angucken. Ich bin im Moment auch von der 4K-Grafik runtergegangen, bin halt wieder auf 1080p, aber deswegen mit 60 Frames. Finde ich eigentlich viel, viel geiler. So, wir schrauben einfach mal überall dran rum und gucken einfach mal, was wir überhaupt machen können, ne? Kuckuck. Drip-Tip, hoffen wir mal, dass es hält, weil das wird... Ah, doch, hier innen drin liegt eine Dichtung. Ich dachte gerade schon, da wäre keine Dichtung dabei. So, dann haben wir selbstverständlich ein Top-Filling-System. Ne, wir haben zwei große Schlitze. Kann man hier alles wunderbar einsehen. Schon wieder E-Mail. Heaven Gifts. Reset your password. Und Heaven Gifts. Am Arsch, mein Acker. Habe ich schon ewig nichts mehr bestellt. Will ich auch gar nicht. So, dann schauen wir mal weiter, wie man das Teil komplett zerlegt bekommen hier. Ihr haltet einfach in dem Falle, wahrscheinlich nicht, doch, das Glas fest und schraubt die Base dann raus. Dann passiert, geht doch ab, das. Dann habt ihr die Base in der Hand, besser gesagt die Wickelbase, ne, wo eure Wicklungen eingebaut werden. Sieht auf den ersten Blick jetzt schon mal richtig geil aus. So, was ist das Ganze hier überhaupt für ein System? Wir haben die Coils. Aha, klar, das Seite ist Airflow. Ich zeige euch das mal eben hier. Zack, hier habt ihr die Airflow und das Ganze habt ihr gespiegelt auf der anderen Seite selbstverständlich auch wieder. Und wenn ihr in das Glas hier oben reinguckt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, habt ihr da einen Schlitz und hier einen Schlitz. Der ist hier nebendran und läuft dann anscheinend, ich gucke mir das Ganze nochmal an, ne, die sind hier übereinander, dieser und dieser, und dann läuft das von oben direkt auf die Watte anscheinend irgendwie. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Es ist jetzt gerade so First Impressions mäßig, finde ich eigentlich ganz interessant. Aber ich werde das Ganze anders machen. In meinen normalen Reviews werde ich euch nur das Gerät zeigen und das Unboxing machen. Und dann mache ich separat nochmal ein Fast Wick and Wire Video irgendwie, so von 2 bis 3 Minuten. Und ja, separat. Falls jemand irgendwie das Wickeln mal sehen möchte, dachte ich mir, ich probiere das Ganze mal aus, dass ich das jetzt nicht hier wieder alles so voll auf langweilig oldschool-mäßig mache. Ne? Also wie gesagt, ihr seht es hier unten, ne? Blitzen RTA, Seriennummer und ja, ein Postless Deck mit Flachschrauben in der Seite drin, Gott sei Dank. Ich versuche es mal einzufangen. Ich kann es euch allerdings nicht versprechen, dass ihr es sehen werdet. Eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Ne? Hier genauso wie hier. Klar, ihr könnt das Ganze noch weiter und noch mehr auseinanderbauen. Jetzt habe ich das Teil natürlich eben wieder weggemacht, das Tool. Mit dem Tool könnt ihr hier reingehen. Wo habe ich es denn jetzt? Da ist es. Es müsste eigentlich an dieser Stelle hier sein, wo er mit dem Tool reinkommt. Zwei Flaschen Wut, gell? Ja, was ist das? Sikrem. Was soll ich denn mit diesem schwulen Tool hier machen? Das ist halt immer das Interessante daran und das Schöne daran. Man kann so viel rumtüfteln und machen und tun. Oder habe ich jetzt hier gerade die Alpha gekriegt? Auf jeden Fall ist das Teil hier wie bei vielen anderen wieder, um das Restliche hier auseinanderzubauen. Sorry dafür, an der Stelle habe ich mich jetzt nicht ganz darüber informiert oder angeguckt, aber es ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Wenn man jetzt ein bisschen nachdenken würde, wüsste man, für was das ist. Also Leute, das war es jetzt mit der Detailansicht vom Blitzen. Ist mal wieder sehr ungewohnt für mich, aber ich finde das eigentlich gerade echt witzig und spaßig so. Gefällt mir ganz gut. Dadurch, dass man den Doppellayer jetzt hat, dass er meine Finger hier sieht und dass den Mod und ich sitze halt auch noch im Bild, ne? Hi. Kann man noch ein bisschen nebenbei Fexkin machen, ne? In dem Sinne so, ich würde sagen, ab raus und wir dampfen das Ding. Tschö! Willkommen zum Fazit. Ich kann euch sagen, nein, Spaß beiseite, Freunde, ja, kommen wir mal zum Fazit. Also fangen wir vielleicht schon beim Lieferumfang an. Ihr habt es in den Teilen sich gesehen, eigentlich ein ganz geiler Lieferumfang, ne? Ersatzglas, normales Ersatzglas, das kleine hier, ein dickbäuchiges Ersatzglas, dass man das Ganze upgraden kann, eine Tankerweiterung,
Strip-Tip-Adapter, Schraubendreher, bla 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 bla. Eigentlich meiner Meinung nach alles das, was heutzutage im Lieferumfang dabei sein sollte. Was auch dabei ist, finde ich auf jeden Fall gut. Gibt definitiv direkt mal einen Pluspunkt. So, kommen wir mal zum Verdampfer selber. Der Verdampfer selber ist eigentlich ganz geil konzipiert. Ne, es sieht relativ stylisch aus. Designtechnisch lässt sich immer drüber streiten. Mir zum Beispiel gefällt dieser Blitzenschriftzug ganz und gar nicht. Ne? Aber so an sich von der Optik und vom Design her finde ich den persönlich ganz geil. Mir gefällt am allerbesten halt das Drip-Tip. Ich mag ja solche Custom-Drip-Tips. Ne? Ist mittlerweile auch schon bekannt. Top für das System, passt top, wie immer. Und dieses neue Airflow-System von der Seite und alles finde ich auch mega geil. Ne? Also ihr habt diese, ich weiß nicht, ob das auch eine 3D-Airflow ist, bin ich mal jetzt nicht so ganz sicher, aber ist ja auch mal egal, ne, wie gesagt. Pauseless Deck bin ich sowieso ein ganz, ganz großer Fan davon. Schade, dass man jetzt hier nicht noch ein Bild hat, sonst hätte ich das jetzt mal noch nebenbei. Doch, hier hat man doch das Bild. Hätte ich das nebenbei mal noch eingeblendet. Wie gesagt, Pauseless Deck bietet sehr, sehr viele und tolle Möglichkeiten. Ne? Man kann die ganzen Coils easy einbauen. Man hat mehr wie genug Platz, auch für die Watte zu verlegen an der Seite. Wie gesagt, ich habe das Ding im First Try gewickelt und bis jetzt läuft das Teil nicht trocken. So. Irgendjemand ruft mich da die ganze Zeit an, Alter. Wenn ich nicht ans Telefon gehe, du Spaß, dann gehe ich nicht ans Telefon. Dann ruf doch noch 5000 Mo an. Sorry, ich bin wieder da. So, wie gesagt, also designtechnisch ganz, ganz geil. Pauseless Deck meiner Meinung nach auch sehr geil. Also finde ich mittlerweile besser wie irgendwelche Velocity oder sonst irgendwelche Decks. Also ich bin ein riesen Fan geworden davon, von Pauseless Decks. Aber mittlerweile auch viel, viel mehr im Single-Mode. So, ich finde das viel, viel geiler. Also jetzt sind die Pauseless Decks, sondern so ganz normale Single-Deck-Verdampfer. Finde ich im Moment ganz, ganz geil. Ist ja auch im Moment so komischerweise der Trend. So, dann generell die Airflow. Lässt sich richtig, richtig gut einstellen. Also ist jetzt egal, ob ganz offen, halb zu, ein Punkt nur. Da hat man schon einen Hardcore-Widerstand. Ich mache das Ding jetzt einfach mal zur Hälfte zu. Finde ich sogar noch einen Tacken geiler. Ja, mal noch zwei, drei Punkte dabei. Ja, finde ich auf jeden Fall noch geiler, wie wenn die Airflow komplett offen ist. Also muss man mal dazu gesagt haben, zu viel Luft ist nicht immer unbedingt gut. Ne? Also wenn man ein bisschen den Verdampfer die Luft klaut, nur ein bisschen, so dass ihr halt noch vernünftig ziehen könnt, habt auch einen viel, viel intensiveren Geschmack. Ja, viel mehr gibt's zum Blitzen eigentlich nichts zu sagen. Ne? Lässt sich super easy wickeln. Design tipptopp, Verarbeitung auch tipptopp, also bei meinem zumindest, die Gewinde laufen, funktionieren alle astrein. Also ihr kriegt auf jeden Fall von mir einen dicken Daumen hoch und ich sag mal von so einer Skala von 0 bis 10 oder von 1 bis 10 würde ich dem locker schon so in seine 8,5 von 10 geben, also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz geiles Ding. In dem Sinne, Freunde, Link und sowas alles mögliche habt ihr alles in der Description drin. In dem Sinne, Freunde, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Like oder Abo da. Ihr kennt das. Stay true, join the website of life und bis demnächst.